Heute wurden wir verfolgt in Minecraft Freunde 2 von, naja, findet selber raus. Wo das Ganze stattgefunden hat, wer dabei war, seht ihr heute, dass ihr ein Like da und wünsche euch zum Geburtstag eines von drei Geburtstagdesigns, persönliche Widmung als Autogrammkarte und ihr werdet eingefügt in Freunde. Aber jetzt erstmal zeige ich den anderen mein neues Haus. Hey, liebes Film, Chaos 45 und willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft Freunde hier in meinem neuen Melonenhaus. Wer das verpasst hat, letzte Folge unbedingt auschecken. Leute, ich bin so happy damit. Ich habe noch einige kleine Updates hier gemacht, Leute, ja. Nämlich, Leute, ich habe hier außen den Weg verschönert. Ich habe hier das alles mit diesem... Ich glaube, Elina war das, die hat hier die ganzen Wege verschönert und hat die so gemacht. Was treiben die da hinten schon wieder? Junge, Ben hat sein Stacheldraht weggemacht. Ich habe das hier, ich habe hier links noch ein Feld gepflanzt, damit man hier durchgeht. Und Leute, das Feld ist gewachsen. Es schaut so viel besser aus als hier, wenn es hochgewachsen ist. Ich habe mir noch ein Resource Pack reingehauen, dass das Weizen höher ausschaut. Wie ein Freund 1. Ich fand das so viel besser. Es schaut so viel cooler aus. Und hier drüben habe ich noch so einen kleinen Weg hingesetzt. Ich habe die Karotten hier angepflanzt, damit hier auch was anderes ist. Und das war im Prinzip meine ganzen Updates. Hier habe ich nach wie vor das Stehen hier mit der Sense und allem drum und dran. Leute, ich sag's euch, ich bin ultra zufrieden, wie das Ganze hier geworden ist. Hier ist, by the way, Wuschel. Hier kann man, huch, reingucken zu kleinen Wuschel, der gerade zu Hero Brian Wuschel geworden ist. Ja, das macht er manchmal, wenn er hungrig ist. Genau, und was ich auch noch, ich habe alle meine Items eingelagert. Wir haben jetzt hier quasi meinen ganzen Loot und guckt euch mal das an. Das schaut schon krass aus, wenn man das so hier sieht. Auch nach Farbe sortiert, wie in den damaligen Zeiten auf meinem Kanal, habe ich auch immer alles nach Farbe sortiert. Hier unten sind so random Baublöcke, die man in der Welt findet. Hier sind so alles, was Holz betrifft, die ganzen farbigen Sachen. Ich finde, es schaut einfach richtig geil aus, hier so sortiert. Hier ist noch frei. Hier haben wir so Mod-Sachen drin. So Mod-Items. Und hier normale Items, gemischt mit ein bisschen so alltäglichen Sachen. Hier haben wir die ganzen Hüte drin. Hier haben wir die ganzen Artefakte drin. Hier haben wir so nebenbei Redstone-Kram drin. Und hier so Tools und sowas. Ich finde, das ist mega nice. Ich habe mein Cutting-Board wieder drauf gemacht. Da kann ich so Sachen zerschneiden. Wir haben hier jetzt einen Braustand. Und Leute, ich wollte mir mit euch nämlich hier das jetzt machen. Ich wollte diesen Ofen upgraden. Man kann es nämlich machen mit Glas. Ich nehme mal hier so, ich glaube, es gefärbt ist. Glas sollte auch gehen. Es kostet 6 Dias, aber ich sag's euch, das ist worth. Es haben alle schon einen Emerald-Ofen. Der kommt nämlich nach dem. Boom, Diamond-Ofen. Und daraus, okay, der Emerald ist wiederum billig eigentlich, wenn man es mal so betrachtet. By the way, Leute, ich war letztens unterwegs und ich habe Olaf auch einen Nametag gegeben. Und Olaf, der hat jetzt, oh, guck mal, grün passt halt so viel besser zum Haus. Grün und Olaf hat jetzt einen Nametag und ich habe bei ihm Luft gekauft. Guck dir das an hier. Und Olaf hat mir Cobwebs verkauft, was gut ist. Und jetzt nur Vasen und ein Eisenbrush, ich glaube, das braucht man nicht. Das Luft kann man nicht mal kaufen. Also ich wollte es kaufen, aber es geht nicht. Meine Pilzgut chillt hier nach wie vor. Ebenso wie die ganzen Sachen, wie das Wuschel-Plüschtier, das Team Melone-Plüschtier. Leute, ehrliche Meinung, shop.chaos40.com hier. Gönn ich was hier. Ihr unterstützt mich und ermöglicht es mir, dass ich mehr Budget parat habe für meine Special-Folgen. Zum Beispiel diese Verfolgt-Folge von Catnap neulich war nicht gerade billig. Und ich plane neue spezielle Projekte und Minigames. Und ihr unterstützt mich quasi. Also lasst doch ein Like da, ja. Jeder Like, jeder nette Kommentar, jedes Abo, sage ich. Ermöglicht mir meinen Kanal, Leute, dass ich weiterhin gratis so lange coole Videos für euch machen kann. Also danke, Leute. Hashtag Team Melone. Ihr seid die Besten. Aber okay, schaut mal, was die da treiben, Leute. Guck mal, der baut, glaube ich, jetzt ein Stacheldraht hier neu. Benjamin? Hä, hallo? Hallo? Hä, hast du gerade jemanden gehört von uns? Nö, ich habe mit dir geredet. Hä, wie random, Leute. Alle mal kommt mal auf den Server. Server. Hallo, was treibt ihr hier? Hä, Flo, wie random. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass ich Benjamin heiße und du kommst und sagst Benjamin. Das war richtig random. Deswegen dachte ich gerade, einer von uns war nicht gemutet. Achso, nee, hab ich nicht. Das war random. Hä, hey, yo. Hä, warum hast du deinen Stachel dran abgerissen? Eigentlich war das ja nur ein Prank. Das war ja gar nicht meiner. Hä, warum hast du dein altes Hemd abgerissen? Das hat er auch nicht selber gebaut. Hey, da stand doch. Wir hatten ja alle diese Brennkacke. Pflanzt ein neues Haus? Ja, ein neues. Hier kommt ein heftiger Obsidian am Bunker hin, aber okay. Ich dachte mir schon, du baust mal ein normales Haus. Ja, krass. Ja, du hast dahinter. Aber sehr cooles Haus, Flo. Ey, wollt ihr ein Haus haben? Ja, gerne. Ah, oh yeah. Nee, meine Rüstung ist kaputt. Au.
Hey, das ist Vandalismus. Er droppt es nicht. Guck mal, ey, wer von euch war das? Ich glaube, es war Elina, oder? Die hier den ganzen Weg so schön gemacht hat mit den Blöcken. Ist noch nicht fertig, das stimmt. Ich hab das weitergetragen hier zu mir. Wow. Und eins, cool, was sicher ist, ist die Landwirtschaft. Die wird auf jeden Fall gut gesetzt. Floß Melone Oase. Ja, ja, ja. Guck mal, Elina. Wir kommen geschützt. Elina, mach mal. Ja, nee, aber das. Also, wenn du böse bist, schalte ich's an, aber. Okay, komm rein. Elina, mach mal Bewertung. Interior. Okay. Boah. Doppelstöckiges Aquarium mit Axel und Blobby. Boah, geil. Boah, ich wusste gar nicht, dass es so farbige Säcke gibt, ey. Die heilige Melone. Ja, ja, guck mal, Ben, ich hab schon mal hier so Dings, wo meine Trophäen hinkommen von meinen ganzen Rekorden. So. Jetzt geht das wieder los. Rekorde zu brechen. Oh. Jetzt geht das wieder los. Okay, ja, ja. Das ist schon echt sehr geil. Und hier geht's hoch, hier geht's hoch. Also, wir haben ja noch nicht den Nether, aber wenn wir Seelensand haben, wird das so ein Wasseraufzug. Hä? Oh, bist du dumm? Wie gefällt's Fivey? Fivey gefällt's richtig gut, der ist kaum zu bändigen mehr. Ja, ja. Gam, wo liegt denn da im Bett? Oh, mit dem kann man. Ja, ja, schau mal, mit dem kannst du die, das sind Seelaternen hier, diese Lampen so cool machen. Wow, okay. Oha. Ja, ja. Alter, hier ist eine Langhantelbank. Ja, der Villager da oben. Ja, einfach. Der chillt da, das ist Olaf. Ist der geklaut? Olaf. Warte, guck dich mal. Oh nee, das ist. Nein, Elina. Der hat definitiv nicht in deinem Zelt gewohnt. So Ben, guck dir mal den Trade an von dem. Das ist dein Nachbar, Elina. Der tradet einfach. Der tradet für 3 Emeralds, verkauft dir einmal Luft, einmal gar nichts. Bester Deal. Eine Pilzkuh hast du hier? Ja, ich war Kunden bekommen, wegen Seelaternen, habe ich ein Monument gesucht und ich habe eine Pilzinsel gefunden, gar nicht mal so weit, und die habe ich auch mitgenommen. Ah, oh, cool. Es kann sein, dass ein paar von deinen Schafen jetzt grün sind, weil ich habe grüne Wolle gebraucht. Ja, es ist mir aufgefallen, ja. Oh, warte mal, da fällt mir ein, Ben, warst du in letzter Zeit mal bei deinen Bisons? Ja, die sind auf 10 Dinger gesteckt. Ich hab das schon gesehen, ey. Ja, aber du hast sie vermehrt, ne? Elina? Ja. Ich hab gehört, du hast auch ausgebaut. Ich hab ein bisschen ausgebaut, aber nach wie vor immer noch nicht fertig. Okay, ich bin gespannt. Dein Haus bewerte ich mit einer. Oh. Ich gebe deinem Haus 10 eine. Von 10. Ja! 8 Melonen von 10. Oh mein Gott. Knackige 3 von 10. Hey! Alles klar, ja, aber Ben, du weißt, also ich habe jetzt hier einen guten Ausblick, jetzt muss hier auch was Gutes stehen dann bald. Flo, ich gebe deinem Haus 4 mögliche Tutorial-Häuser von 5. Hey! Scheuchos wie. Was ist das? Okay, alles klar. Ja, dann viel Spaß beim Häuselbauen. Häuslebauen. Oh mein Gott. Ey Leute, ich sag's euch, das Haus ist es. Das ist das Wahre. Ich bin echt mega happy, wie das jetzt alles hier geworden ist hier. Mit den Items hier. Wir haben immer noch eine freie Kiste. Und ich habe so viel Lagerplatz. Ich glaube, das war ein bisschen ein Problem in meinem alten Freundehaus, dass ich einfach zu wenig Lagerplatz habe. Weil ich habe jetzt so viele von diesen Fässern. Ich könnte einen ganzen Weinkeller öffnen hier mit den ganzen Fässern. Wie in Österreich. Und da kommt dann der ganze Almdudler rein. Okay, Spaß. Oh mein Gott. Aber nein, lasst mal einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr Freunde mögt. Ich will mehr Freunde machen, ich will mehr Freunde durchziehen. Deswegen, ich habe jetzt endlich mal alles hier. Warte, hier habe ich noch eingelagert mit so Enchanting-Sachen. Ich will mehr durchziehen, deswegen habe ich jetzt ein geiles Haus. Jetzt kommt mehr auf euch zu, Leute. Ich kann es ganz grob mal ankündigen, Leute. Bitte, Leute. Wenn es nicht eingehalten wird, seid mir nicht böse, aber ich probiere die nächsten Wochen jeden Tag ein neues Video hochzuladen. Jeden Tag um 12 Uhr. Ich glaube, aktuell kommt noch einmal pro Woche um 12 Uhr eine Short raus. Ich habe auch coole Shorts geplant, auch für Minecraft-Freunde. Also könnt ihr euch freuen. Aber es wird wahrscheinlich, ich kann nicht abschätzen, wie lange alle Projekte und alle Formate so gehen, aber ich habe vor, zumindest bis so April sowas mit täglichen Uploads durchzuziehen. Leute, es kann sein, dass mein Haus explodiert und ich einfach nicht aufnehmen kann oder ich krank werde. Das kann immer sein. Also Leute, nicht wundern, wenn nicht. Aber es läuft jetzt viel. Ich bin happy. Ich kann viel machen. Und ich glaube, euch gefällt das auch. Deswegen, Leute, abonniert mich, damit wir die 1,7 Millionen dieses Jahr knacken. Und gönn ich was von shop.kaufwitzi.com. Dann füge ich euch ein. Ich werde mich hier, glaube ich, noch wo, am besten hier, wo dieses Ding hier ist, eine Schilderwand machen, wo ihr eingefügt werdet per Namen und per Bild. Und ihr werdet gegrüßt. Also
Leute, die Möglichkeit dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Aber Leute, heute haben wir den Freunden was sehr Spezielles vor. Denn wir machen uns heute auf ein Abenteuer. Wir machen uns heute auf eine Erkundungstour und suchen die verlorene Horrorhöhle. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt ein neues Höhlenbiom. Ganz weit weg. Ben hat eine Karte davon gefunden. Und ja, das ist eine gruselige Höhle. Was wir dort finden werden und was aus dem Mod hier gibt, bin ich sehr gespannt hier. Die anderen haben ja schon mal eine toxische Höhle gefunden. Das ist diese Atomhöhle. Und eine Steinzeithöhle. Und jetzt hat Ben eine dritte Karte von einer verlorenen Monsterhöhle. Und was dort ist und ob wir vielleicht verfolgt werden. Minecraft verfolgt in Minecraft Freunde Edition? Das finden wir heute raus. Okay, Leute, nach 50 Millionen Blöcken sind wir endlich da. Wir haben gefühlt eine halbe Stunde Roadtrip gemacht. Es war absolut komisch. Wenn da Jumpscares. Warte mal, Ryan, was? Wie machen wir das? Machen wir Water Image hier runter, oder? Ja, genau. Wait! Ja, genau. So. Er ist schon da. Jetzt schon? Tag. Wow! So schnell. Bei euch ist safe, wenn ihr runtergräbt. Hier ist Wasser sogar. Ah, nee, warte, da drüben bei euch ist nicht safe. Da sind Augen. Wano-Stein. Junge, ist richtig dunkel. Wow, so viele Erfolge. Warte. So ein erfolgreicher Tag. Oh, hier ist eine Menge Kupfer. Hier sind so Ratten. Mit ist ja schon drin. Umhängen. Ja, ich brauche Hilfe. Komm schnell runter, komm schnell runter. Ja, wo bist du? Ist das hier richtig, wo wir uns lang graben? Warte mal, wo seid ihr denn? Ah, doch, da unten. Nee, doch nicht. Seht ihr mich? Da unten ist ein Nametag. Unter uns, unter uns. Ah, da müssen wir weiter runter. Weiter runter. Leute, kommt runter. Ich werde hier verfolgt. Soll ich kurz nuken? Und nimm den Weg frei. Du hattest die Möglichkeit, jetzt ist zu spät. Ey, aber hier wohnen so Leute. Alter, das ist riesig. Hier wohnen Leute? Nein, stehen da unten Gambo Gaming Häuser. Hier geht's runter. Ja. Leute, guck mal. Das Komische ist, ich habe schon einen Mod drin, dass alles heller ist. Guck mal, so schaut's normal aus. Es ist schon. Oh. Alter, wie dunkel es ist. Benzo, komm runter. Oh, es ist übel ist dunkel bei mir. Spaß, ich sehe alles. Was ist das hier? Pass mal auf, hier sind die Ratten, Leute. Wartet, wenn es so dunkel ist, ich habe eine Laterne aufgestellt. Junge, was ist das wieder? Oha. Gambo. Da sind so Augen drin. Gambo, pass auf. Gambo. Augen, wo sind Augen? Ja. Das sind so Augen. Das ist GG Gaming House. Oh mein Gott. GG Gaming House. Yes. Was ist das? Hier ist Poros Koprolit. Boah, wow. die wichtigste Frage. Hey, das ist Guano Stone. Kann man da raus? Hört ihr dieses Sounds? Hä? Ryder, Advance hat bekommen, das ist ein großer Haufen. Schmetterlinge. Ich hab auf den Boden gekackt. Guano. Ah, doch, da, ja, ja. Yippie! Eine Fledermaus! Hä, die hat sich in mein Bein gesetzt, Alter! Die ist ja riesig. Ey, was ist das für ein Sound? Wir haben eine Fledermaus gekillt. Das war mein Bolt. Ryan, komm nicht ran. Okay, ist irgendeine Struktur. Ah, mich schlägt was. Mich hat was gehauen. Tafel. Guck mal, hier wohnt was in dem Erz. Wo? Hier wohnt was in dem Erz. Ja, guck, was ich in der Hand habt. Das sind so Dinger drin. Komm ich nicht hoch. Das macht ein Geräusch. Ich hab Angst. Wano. Mann, hier ist nicht mal eine Kiste. Das geile Kerzen, Alter. Ruhig! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Wir haben den Boss beschworen. Ey, da drüben ist eine Brücke, Leute. Guck mal, da steht Ben. Da steht Ben. Hä, wo steht? Hey, das ist wirklich eine Brücke drüben. Oh nein. Koron, don't. Oh, den Banner nehme ich mit. Oh, den Banner will ich haben. Ey! Was bringt dir der Banner? Den packe ich jetzt auf mein Schild. Mann, jo, ich bin da was! Ah, oh mein Gott! Oh, Alter, was ist das für ein Vieh? Jo! Oh. Keine das Sorge. Das ist ein ganz großer Haufen. Ja, das hab ich auch schon. Jo, place mal. Hör, was ist das für ein Boot? Mal ein Bett bitte hier. Mach mal hier zweites Kann Basecamp. Ich bin gerade am Fahren. Voll schön. Jetzt bist du nicht mehr am Fahren. Tornwood. Oder bin ich schön? Ja, wo ist mein Boot? Das ist auch mal bessere Zeiten, ne? Hey, yo! Okay, Leute, kommt mal hier hoch. Ich bin auf der Brücke. Hä? Elina oder irgendwer von euch hat so, dass man leuchtet. Ups. Wenn mich noch ein Ding bedroht, dann schieße ich das mit der Strahlenkanone ab. Los, Gabo. Wow, so viele Ketten. Lass sie alle abbauen. Bonne! Ben baut eine Mobfarm hier. Oh mein Gott.
Hör, was ist das für ein Vieh? Eine Ratte. Alter, das sieht aus wie so ein radioaktiv verseuchter Biber. Nee, ihr habt so nicht gesehen, es war, wenn wir zurück zum Anfang gehen, da waren diese Rattenleute aber so als Mönche. Lass die töten. Bruder. Hör, ist tot. Hör, sind ja noch mehr. Das ist ein Pinguin. Ah, das sind die Mönche. Ja, ja, ja. Ih, wie süß. Alter, das ist wie Hamster oder so. Aua. Untereiferer. Oh, Ben, ich greif ganz schön. Die gehen in den Boden. Oh Gott, die kommen auch aus dem Boden raus. Ja, ja, ja. Wir sind Maulwürfe. Ja, stimmt, ja, logisch. Ja, ja, Maulwürfe. Die droppen was. Ich hab ein Schwert, trostloser Dolch. Hä? Oh, hä? Gambo, lass mich das mal testen. Oh, hier sind super nein. viele. Nein. Oh Gott, ich dachte, du hast Gambo uns gekillt. Nein. Go! Junge, die sind richtig stark. Behalten. Hier sind noch mehr. Können wir, ey, könnt ihr das nicht töten? Die werden es behalten. Aua! Anders, Sibir. Du hast ja genug Haustiere, Elina. Ich hätte gerne einen Maulwurf. Ein Hausmaulwurf. Oh, hier ist eine Loothülle. Oh, hier ist TNT. Das brauche ich mit, das brauche ich. Ach, das ist die Kacke von denen, ne? Oh, Creeper. Oh, guck mal. Oh, hier ist ein Schmetterling. Die Kacke nehme ich mit. Guck mal, hier ist ein Schmetterling. Hier schreit was. Ah, oh mein Gott, Elina. Was bringt dieses Erz? Wir brauchen pure Finsternis. Das ist, glaube ich, das Wichtigste hier. Oh mein Gott, da unten ist so ein Steinviech. Was? Hör ich, ich merk's. Ich glaube, es gibt ein Erdbeben. Oh mein Gott. Guck mal, da unten. Ah, nee, das ist dieses Ding. Das ist da, wo du die Rüstung kriegst. Warte mal, yo. Ich hab's, Rocky Shell. Weiß ich nicht. Ich hab übelsten Damage kassiert. Ey, komm mal zu mir. Bei mir, guck mal, da wird so hell und dunkel auf einmal. So pulsierend wie bei einem Warden. Bei mir ist generell die ganze Zeit hell. Ja, diese Sounds sind. Hier geht's weiter. Oh ja. Oh ja, da ist ein Haus. Das sind mehrere Häuser. Und zweiter Tempel. Was hier hinziehen. Und eine Mine. Was? Ja. Entschuldigung, ich hab da aus Versehen gar nicht. Aua. Ich hab hier was. Oh, das hier unten schaut big aus. Hier zu diesem großen Ding hier. Siehst du das? Ich glaube, das ist irgend so eine Statue. Oh, bei euch sind ein paar Fledermäuse. Wir hatten das Haus hier gebaut, ey. Das war ich. Ich war das. Ich gebe dem 5 von 10 Tutorialhäuser. Mottenball, was ist denn das? Habe ich auch schon geguckt, das ist irgendwas für eine Rüstung. Aua. Guck mal, bevor Logo das jetzt kommt, warte mal. Die beschwören hier was oder so, kommt mal her. Was? Was? Wie ist es überhaupt? Wo? Oh mein Gott, was? Nee, jetzt. Ah, was? Das ist ein Geist oder so. Das ist ein Boss. Mach den weg, Ben! Ja, warum? Ich sehe nicht. Oh mein Gott, Jumpscare! Der hat mich todesverzaubert, Alter. Ich hatte einen ganz komischen Screen. Ich hatte gerade irgendwie Blackscreen kurz. Wir werden verfolgt! Ich hatte auch Blackscreen, aber es war auch irgendwie so komisch. Jetzt, ob er mich in den Himmel holen wollte. Warte, haben die das beschworen? Ja, ja, die haben das hier in der Ecke beschworen und das war quasi wie so ein großer Maulwurf in. Wie so ein großer Maulwurf in Unsichtbaren, der ist auf Gambo mich zugerannt, dann hat Gambo mich verkauft, oh Alter. Oh mein Gott! Nein, Digga, ich war anders ready! Ben, ich hab doch deinen Rücken! Weil irgendeiner von uns muss doch den Morph haben. Mach die mal! Schon wieder! Was ist das? Was ist hier los? Oh mein Gott, ich hab den, Ben! Zeig mal! Da wandel dich mal. Warte. Jo! Ah, hier ist noch einer! Hey, Leute, was? Oh mein Gott. Flo, warum? Nein, ihr habt ihn angehittet. Digga, du kannst ihn. Ryan hat mit der Hand gehauen. Ja. Ich hab normal nicht gemacht. Digga, du kriegst ihn mit Schärfe, Axt, den Crit am besten, ey. Der Arme. Ich wär richtig sauer, Gabriel, jetzt, ohne jetzt. Ich werd instant dich killen. Komm mal hier ab in den Tempel. Aber ich hab noch nicht. Du gehst einfach durch. Ich glaub, es ist wie ein Dschungeltempel. Keine Ahnung. Hallo, Leute? Hier, schau mal. Ja, du kannst hier oben sein. Ach, da hinten. Und hier geht's runter, aber hier gibt's irgendwo noch ein Secret anscheinend. Hö, was ist das hier? Hä? Das ist ein größeres Lager. Alter, hier ist Logo. Logo! Was? Wiedergefunden. Logo, wo warst du? Du hast den Mod komplett durchgespielt gefühlt. Da war auf einmal, da waren 200 Fledermäuse und da war auf einmal ein Dämon und dieser Geist ist krank. Wo ist der Dämon? Der Dämon ist tot. Ja, und wie sah der aus? Der war so groß. Morf dich mal. Vier ja, ja. Arme. Ja.
Mach dich mal in den. Ich muss gelöscht werden, ich brenne. Das ist danke. Den hast du besiegt. Mein Wasser geklaut. Den hab ich besiegt. Ist der einfach so gespawnt oder wie kam der? Ich bin doch aber auch angsteinflößend, oder? Ah, das ist wie der Boss, den wir, ja. Der Gamm und der Boss, den wir getroffen haben. Ich bin doch auch, also... Ich hab auch Angst gemacht. Wollen wir jetzt nochmal Gambo angreifen, weil er ein gefährlicher Boss ist, oder? Ja, tötet mich am besten. Ja, dann müssten wir jetzt auch nochmal den Dämonen finden, ey. Naja, die werden ja beschworen. Das heißt, du musst in der Nähe der Monster sein, okay, wenn diese Menschen da sind. Und dann opfern die sich und dann beschwören die dann so ein Monster. Ja, sowas die bei uns opfern auch. Sich. Genau. Alter. Das heißt, wir müssen jetzt Maulwürfe finden, die wir da nicht angreifen. Hä? Da ist die Motte! Ja. Ich glaube, das beschwört dich jetzt. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wie viele Fledermäuse? Was ist das denn? Das Ritual, ich seh's! Ryan! Nein, nein, nein. Die opfern die Motte! Ryan, lenk die ab, lenk die ganzen Fledermäuse ab! Yo! Wir kommen in den Tagi raus! Ryan, wir werden verfolgt! Lona, sie ist zurück! Wo ist das Monster? Hier! Ey, die Fledermäuse, was ist das? Guck mal, wie viele! Yo! Es ist ein Geist! Ach, den meinten die vorhin! Ah, ich seh nichts mehr! Er hat mich drin! Hö! Oh mein Gott, ich bin jumpscared! Wenn der einen hittet, sieht man halt nichts mehr, ne? Er ist tot. Hast du ihn? Nice, 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 nice. Kann einer meine Leiche checken, ob da noch was drin ist? Ich kann nämlich nicht landen, die Fledermäuse. Ja, ja, nur deine Herzschmattrüstung. Oh, warte, ich glaube, der rennt dem nach. Guck mal. Doch, der ist fokussiert, oder? Ja, ja, er hat ihn. Der eine hat ihn. Warte, ich glaube, jetzt sammeln die sich. Ja, da kommt noch einer. Warte, hilft dir denn mal ein bisschen? Oh, noch einer? Ja, die sind zu viert, jetzt guck. Oh, nein, der stirbt. Oh. Alter. Die haben nicht genug Platz. Helft denen. Ja, die beginnen. Die fangen an. Ja, einziges Ding ist, der Boss wird jetzt in der Wand wahrscheinlich sein. Egal, dann haben wir den Loot. Wow, ist das cool. Oh mein Gott, die opfern den jetzt. Alter. Wow. Kommt so richtig Rauch. Hauptsache, raus. Diese Ratte macht mit. Ja, ja, die ist hier auch so ein Poster, ey. Alter. Ich gehe auch dazu, guck mal. Yo! Yeah. Oh mein Gott, was? Alter, ist der stark wahrscheinlich, oder? Ja, mehr wenn du volle Rüstung hast, nicht. Oh! Oh mein Gott! What? Ey, das ist ja ein riesen Dragon! Ja. Wait, der hat eine neue Form! Was? Da kommen so Schallwellen raus! Ja! Ich hab das Item! Was hat er gedroppt? Schlecht. Ich kann nicht was abgeben, ich hier! Schlechter. Oh mein Gott! Verwandel dich mal! Pure Dunkelheit, das ist das, was ich will. Ich will auch einmal drauf. Bitte pure Dunkelheit. Okay, hier ist auch pure Dunkelheit. Hat der gedroppt davon? Der hat richtig. Was kann man damit machen überhaupt? Shadow Silk? Und mit Shadow Silk machst du die Rüstung von dem. Wie viel? Aber der muss richtig viel gedroppt haben davon. Ja, 7. Ja, 7, okay. Das kann 7 bis 12. War ich verwandelt nicht mal? Crazy. Oh. Alter! Yo! Wer ist er denn? Aber dein Kopf ist ganz cool. Ja, mein Kopf ist Quatsch. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich würde sagen, lass mal ein Like da. Wunderschön, Ben. Hör, der greift mich an! Leute, lass mal ein Like da für mehr Minecraft-Freunde. Ich wollte sagen, Minecraft verfolgt. Wenn ihr mehr Höhlen haben wollt, oben in shop.chaoswitzig.com, Like da lassen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!